Ja, Leute, es geht um eine neue Welt und um alte Zeiten. Klingt ziemlich wild, so ist es auch. Denn in Duel Links gibt es jetzt die Link-Beschwörung. Und ja, das Duel Links, wo man nur drei Monsterzonen hat und drei Zauber- und Fallenkartenzonen hat, genau das Duel Links hat jetzt eben die Link-Beschwörung. Jetzt fragt man sich sicherlich, wie sieht das Ganze aus? Naja, so halt. Ich muss zugeben, dass hier Link-Pfeil nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, weil es ja wirklich entscheidend ist, eben wo der Pfeil hinzeigt. Doch jetzt kommt sicher der ein oder andere, der sagt, ah, Duel Links interessiert mich doch sowieso nicht. Nicht? Vielleicht interessiert dich ja Celeron Great? Genau das Celeron Great, wo man sich drei Structure Deck holen konnte und schon hatte man ein sehr gutes Deck. Oder jetzt auch im Master Duel, wo man eben einfach dreimal Structure Deck holen kann und schon hat man fast ein fertiges Deck. Ja, genau das Celeron Great gibt es jetzt eben auch in Duel Links und ist mit eins der besten Decks dort. Doch wie bereits gesagt, gibt es jetzt zu der neuen Mechanik und zur Link-Beschwörung ebenfalls eine neue Welt. In Duel Links ist es ziemlich normal, dass man für jede Beschwörungsart quasi eine neue Welt bekommt und so ist es eben auch bei der Link-Beschwörung. Doch nicht nur eine neue Welt gibt es, sondern anlässlich eben zu dieser neuen Welt gibt es auch wieder Tickets. Tickets, die ihr dann einlösen könnt zu speziellen Karten, die ihr eben braucht und dort kann man eben ganz schnell dann die Karten kriegen, die man eben möchte. Jedoch gibt es nicht nur die Tickets eben zu der neuen Welt, nein, zurzeit läuft ebenfalls ein anderes Event und zwar das 77,7 Milliarden Karten, ja, so viele Karten sind da schon rausgegangen. Dazu gibt es ebenfalls Tickets. Um genau zu sein, gibt es dort eben 7 Tickets, die ihr bekommen könnt. So könnt ihr also insgesamt eben 13 verschiedene Karten euch holen, die ihr eben braucht. Und das ist ziemlich praktisch eben, um sein Deck ganz schnell komplett zu kriegen. Doch nicht nur das. Des Weiteren bekommt ihr 777 Edelsteine, wenn ihr euch anmeldet. Und wenn ihr 7 Ranked Games macht, dann bekommt ihr automatisch ein Ticket für eine Fähigkeit. Und die ist ziemlich selten, also das Ticket. Und das ist ziemlich nice, weil man eben so ganz schnell die Fähigkeit bekommen möchte, die man braucht. Doch nicht nur Celeron Great gibt es jetzt in Duel Links. Nein, auch in der neuen Hauptbox gibt es einen neuen Archetype, den ich sehr feiere, und zwar Magnites, aber auch Trickster gibt es bereits in Duel Links. Ihr seht, jetzt kommen viele nice Decks. Doch was solltet ihr jetzt beachten, wenn ihr eben Duel Links spielt? Ganz wichtig ist das regelmäßige Einloggen, denn nur so bekommt ihr eben die Tickets bzw. eure täglichen Belohnungen. Des Weiteren führt mindestens 10 Link-Beschwörungen durch. Es kann zwar sein, dass euch Link nicht ganz so interessiert, aber macht es auf jeden Fall, denn wenn ihr das getan habt, bekommt ihr durch eine Mission ein extra Slot im Extra Deck und das ist ziemlich nice und hilft euch eben euer Deck noch besser bauen zu können. Außerdem, falls ihr wirklich in Betracht zieht, Celeron Great eben spielen zu wollen, müsst ihr erstmal Soulburner leveln. Das ist besonders wichtig, denn so bekommt ihr gewisse Karten eben durch das Leveln und zwar unter anderem eben die Gazelle, aber auch zum Beispiel den Wolf oder Jack, was wichtige Karten für das Deck sind. Also levelt erstmal euren Charakter hoch, um eben die dementsprechenden Karten freizuschalten. Doch der aufmerksame Zuschauer, dem fällt jetzt auf, dass euch immer noch ein, zwei Karten für euer Celeron Great Deck fehlen. Die bekommt ihr jedoch am Gate, indem ihr einfach gegen Soulburner spielt. Denn dort könnt ihr einfach gegen ihn spielen und manchmal kann man durch Zufall eben die Karten kriegen. Darunter sind zum Beispiel Foxy oder auch das Link 1. Ihr seht, sehr wichtige Karten fürs Deck und die bekommt ihr eben, wenn ihr eben gegen Soulburner am Gate spielt. Hier ein kleiner Tipp von mir und zwar levelt irgendeine Welt bei euch auf Level 30. So könnt ihr dann gegen Soulburner am Gate auf Level 40 spielen und haltet so wahrscheinlicher eben dementsprechend die Karten, die ihr braucht, eben Foxy oder das Link 1. Und was gibt es noch zu sagen? Naja, zum einen, zurzeit läuft der KC Cup. Bedeutet, falls ihr noch mehr Tickets und Edelsteine haben wollt, spielt einfach ein bisschen mit, kriegt ihr täglich Belohnung. Lohnt sich auf jeden Fall und ihr könnt euch mit den Besten in der Welt messen. Ja, und das war auch schon der kleine Überblick. Ich persönlich finde es super, dass die Link-Beschwörung jetzt in Duel Links drin ist. Einfach, weil dann eben es jetzt Decks gibt, wie zum Beispiel Celeron Great. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. Ich bin gespannt, welche Decks noch alle in Duel Links kommen werden. Die Zeit wird es auf jeden Fall zeigen. Ich wünsche euch jetzt aber auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.